Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Rise of the Ronin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir sind hier in der Mission Großbrand und haben jetzt einige von den Hauptleuten des Shenzhen-Gumi erledigt und ausgelöscht. Jetzt bleibt noch Kondo. Er ist wohl der Obermacker jetzt hier in diesem Gebiet. Wir kennen ihn, ne? Wir waren auch bei den Shenzhen-Gumi. Aber haben uns dann für unsere Rebellenfraktion entschieden von damals, mit denen wir angefangen haben. Zu denen Ryoma uns gebracht hat, bei dem wir noch immer nicht wissen, ob er lebt und, oder tot ist. So, beruhig dich. Alle anderen haben wir hier ziemlich jetzt die Löffel langgezogen. Oh. Suchst du etwas Bestimmtes? Ich weiß nicht. Lass dir Zeit. Nichts von dem, was wir anhaben, können wir verbessern. Warum eigentlich? Achso, da brauchen wir die speziellen Sachen für. Okay. Das würde alles nochmal gehen, aber ich denke, wir brauchen das jetzt nicht unbedingt. So. Du Pizza kannst schon mal schlafen. Ich lebte als Samurai. Dank Kondo habe ich endlich die Armee, von der ich geträumt habe. Das lasse ich mir von dir nicht nehmen. Wo ist ein Kondo gewesen? Dass sie es tatsächlich so weit geschafft haben. Na hoppala.
Dynamotor hat sein Schiff hergebracht. Bitte, flieh damit nach Edo. Niemals. Das würde das Ende für das Shogunat bedeuten. Aber genau das ist es doch, was sie sich erhoffen. Wenn ihr hier dem Feind in die Hände fallt, wird der Krieg die ganze Nation überrollen. Fürst Katamori, darf ich bitten? Du brennst förmlich vor Verlangen nach Rache. Erlaube uns, das Feuer zu löschen. Es ist noch nicht vorbei. Der feindliche Kommandant ist geflohen. Das ist unsere Chance. Die Götter meinen es heute gut mit uns. Die Soldaten des Shoguns stehen kurz vor dem Rückzug. Lasst uns noch ein letztes Mal alles geben! Feuer! Ich glaube, Katsu hätte das nicht überlebt, ne, den Kampf jetzt gegen die Zwillingsklinge. Kondo, sieh dich zurück. Kümmere dich um Brune. Ich bleibe bei dir. Die Ära des Schwertes ist vorbei. Doch ich lebe mit dem Schwert. Oder gar nicht. Das ist das Ende für uns alte Samurai. Toshi, du und die anderen, ihr müsst jetzt die Samurai einer neuen Ära werden. Und nun geh! Uine, los! Er latscht da voll rein. Die Shogunats waren in der Überzahl. Doch aufgrund der Flucht des Shoguns stand ihnen eine Niederlage bevor. Angespornt vom Sieg marschierte die Armee der Revolutionäre auf die Stadt Edo zu. Nach der Niederlage in Toba Fushimi und dem Tod ihres Kommandanten flüchteten die übrigen Truppen des Shogunats nach Edo. Angespornt von ihrem Sieg brechen die Revolutionäre nach Edo auf, wo sie den entscheidenden Schlag gegen ihre Gegner landen wollen. Wow. Das war sehr farbenfroh und auch sehr Michael Bay-lastig. Jede Menge Kanonen, Explosionen, Feuer, Tote. Die Schlacht von Toba Fushimi. Medizinkästchen erhalten. Oh. Ist er wieder da, oder? Ja. So, okay. Gucken wir mal rein. Da oben gibt es jetzt eine Mission. Ich würde vielleicht mal kurz zu dem Händler gehen, hier den hier. Zur Technologieentwicklung. Liegt eh auf der Route. Damit wir da vielleicht mal kurz gucken können, ob es irgendwas Neues für uns gibt. Ich meine, wir haben ja einige Sachen jetzt geholt. Ah! Ich freue mich, dich zu sehen. Ich brauche einen Rat in Sachen Erfindung. Wirklich? Das wäre großartig. Oh, das ist eine beachtliche Sammlung. Gute Arbeit. So, das können wir nehmen. Ermöglicht es dir, mehr
Tongeschosse aus der Luft zu werfen. Woran soll ich für dich arbeiten? Du hast nicht genug Technologie. Ich habe so eine Ahnung, dass du wiederkommst. Hab ich recht? Wer weiß. Gut, wir machen Schnellreise darüber. Also es ist nichts anderes frei. Wir können gerade nur die Hauptstory spielen. Schwarzmarkthändler. So. Hallo Hund. Cooles Vieh. Nun, das lief besser als erwartet. Wir schicken alle Kampffähigen, damit sie die übrigen Feinde erledigen. Ah, du hast den Kampf also überlebt. Das freut mich. Warte. Wir haben gewonnen. Ja. Aber unter großen Verlusten. Und ich habe Botschaft erhalten, dass Shinsaku gestorben ist. Jetzt ist auch er von uns gegangen. Er soll bis zu seinem letzten Atemzug nach Neuigkeiten vom Kampf gefragt haben. Doch uns bleibt keine Zeit, seinen Tod zu betrauern. Dank unseres Sieges ist die Welt, für die wir kämpfen, in greifbare Nähe gerückt. Und es scheint, als hätte der Angriff der Dämonenklaue auf Burg Yodo unserer Sache auch nicht geschadet. Verstehe. Also, war sie auch hier? Soll das heißen, sie arbeitet für die Satsuma und Shoshu? Niemand kann der Dämonenklinge trauen. Nun, im Großen und Ganzen stimmt das, ja. Sicher führt sie etwas im Schilde. Aber Burg Yodo war für uns trotzdem eine Chance, das Blatt zu wenden. Wir versammeln unsere Krieger und verfolgen die Tokugawa. Egal, welche Befehle noch kommen. Ein Angriff auf Edo ist jetzt unvermeidbar. Der Samurai mit der Dämonenklaue wird Fürst Yoshinobu garantiert dorthin folgen. Du bist ihm noch auf der Spur, oder? Was hältst du davon, zusammen nach Edo zu gehen? Ja. Gehen wir. Ich habe gehört, dass Fürst Yoshinobu schwer verwundet worden sein soll. Also hat Katsu Kaishu jetzt das Kommando. Wir müssen herausfinden, was er plant. Katsu neigt zu drastischen Mitteln. Wie eine ertrinkende Ratte. Du musst dich mit ihm in Edo in Verbindung setzen. Ich zähle auf dich. Eigentlich mag ich den, diesen Katsu. Der Shogun ist jetzt außer Lebensgefahr. Aber er braucht trotzdem ausreichend Ruhe. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben wir nicht weitergekämpft? Mit meiner Flotte hätten wir diese Schlacht gewinnen können. Wir haben die Befehle des Shoguns befolgt. Er hat nicht gewollt, dass wir kämpfen. Um ehrlich zu sein, Inomoto, ich habe das Gefühl, dass er vorhat, sein Leben zu opfern. Und zwar für das Volk Edos. Und das lässt du zu? Du bist ein Samurai! Es ist deine Pflicht, deinen Herrn und Meister zu schützen! Das ist es. Und deshalb habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Inomoto muss seine Exzellenz und dessen Männer ins sichere Ausland bringen. Und auch die Bewohner Edos sollten alle verfügbaren Boote nutzen, um zu fliehen. Was redest du denn da? Das kann nicht dein Ernst sein! Und danach
werden wir Edo in Brand setzen. Tatsugoro, der Hauptmann der Feuerwehr, ist bereits darüber unterrichtet. Wir zerstören alles, was unserem Feind nützlich sein könnte. Und erst wenn er geschwächt ist, werden wir mit ihm verhandeln. Hast du wirklich vor, Edo zu opfern? Ich will kein Schlachtfeld, kein unnötiges Blutvergießen. Unzählige Bürger würden sterben. Glaub mir, das ist der einzige Weg. Okay. Der Wiederaufbau ist nah. Und alles hier soll brennen. Die Sikihotai werden sich dieser Sache annehmen. Sikihotai. So, zurück in Edo, wa? Manchmal verbünden sich Ronin miteinander, um für Unruhe zu sorgen. Besiege sie, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Manche Gebiete werden durch die Sekihutai kontrolliert. Die Stärke der Sekihutai hängt von der Anzahl der verbündeten Gebiete ab, die sich in unmittelbarer Umgebung befinden, sowie von der Anzahl der Unruhegebiete in ihnen. Bei Aktivierung von angezeigt, solange ein Gebiet von der Sekihutai kontrolliert wird, kannst du die Bindungsstufe zu dem Gebiet nicht stärken. Stell die öffentliche Ordnung zu den benachbarten Gebieten wieder her, um sie von der zu befreien. Der Wachmann. Okay, also müssen wir diese Gebiete auch noch befreien. Alles klärchen, Popärchen. Was? Tagebuch, verborgene Schneide. Etwas ist im Wasser. Ein unbezahlbarer Schatz. Okay, es ergeben sich also wieder ein paar Missionen. Beginnen wir hier, oder? Und machen uns dann direkt auf den Weg nach Betania City. Hier unten hin. Sammlung vervollständigt. Auf deiner Reise kannst du Pilgerhunde treffen. Das sind besondere Hunde, die durch die Geldbeutel, die sie um den Hals tragen, auffallen. Streichle Pilgerhunde, um Silbermünzen zu erhalten. Pilgerhunde vermeiden Unruhegebiete, stellen in diesen Gebieten die öffentliche Ordnung wieder her, um deine Chance zu erhöhen, dort einen dieser Vierbeiner zu treffen. Entschuldigung. Oh yeah.
finden. Hat wieder super funktioniert. Meine Fresse. Da machst du nix. Mann, Mann, Mann. Junge, ich drücke doch verteidigen. Ist doch ein Witz, Alter. Gut so. Dennoch komisch. So. Okay. Gegner geschwächt, feindliche Basis verloren. Prima. Also müssen wir jetzt im Prinzip alles, was wir eigentlich schon gemacht haben, noch einmal machen. Prima. Wir sind ja schon da, Alter. Boah. Thank you.
Warum sieht er mich, aber ich ihn nicht? So eine Hände. Mondo. Okay, es gibt auf jeden Fall noch neue Schätze dann. Ganz wichtig, dass wir den noch befreit haben. Kiyobashi. Okay, das ist auf jeden Fall nicht mehr alles einfach ganz rot, sondern nur noch teilweise rot. Hier gibt's nur einen. Aber alle Schnellreisepunkte sind gesperrt. Haben wir auf jeden Fall eine lange, lange Reise vor uns. Nur weil diese Schnellreisefunktion nicht funktioniert. Nun gut. Guck mal, was ist jetzt nur noch 300 noch was? Sind ja gleich schon da. Waren wir noch nicht? Ach so, da muss ich die auch alle wieder freimachen, oder wie? Hä, warum das denn? Sollen der Käse? Ich hoffe, wir kommen da irgendwie rüber. Oh, schön.
So, noch zwei, also noch beide. Scheiße. Nein, nein, nein. Puh. Da haben wir Schwein gehabt. Fast hätte es uns zerfetzt. Okay. Fukagawa. Ach nee, muss ich nicht, dann sind die wieder frei. Prima. Mac. Gut. Dann wollen wir die haben wir schon. Schnellreise ist hier nicht möglich. Dann nehmen wir den Ort. Ich mache hier nochmal kurz einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, dann sehen wir uns morgen schon direkt wieder. Ciao, ciao.